so ein Wutausbruch jetzt. Meine Fresse. Aber da gehen ja auch nur Sachen kaputt, die nichts dafür können. Keine Bewegung, oder es ist unfassbar. Was zur Hölle ist hier richtig und was ist falsch? Wieso schafft man es einmal, sich an denen vorbeizuschleichen und einmal nicht? Dafür muss es doch einen Grund geben oder eine Formel. Das hat doch jemand programmiert, das Spiel. Vielleicht lohnt es sich jetzt gleich hier schräg rüber zu rennen. Probieren wir das mal. Naja, das ist aber besser als nichts. Warum haben wir das nicht gleich gemacht? Okay. Also, Freunde. Soweit, so gut. Wir sind jetzt schon mal hier. So. Schauen wir doch mal genauer auf die Karte. Das wäre jetzt, ja, schon in etwa die Route, die wir haben wollen. Ah, das ist ja noch ganz gut. Ich meine, das letzte Stück, wenn man dann mal da einen Durchweg gefunden hat, ist ja nicht mehr mit Wachen bestückt. Aber wir müssen vorher halt noch an 3-4 vorbei, so wie es aussieht. Beziehungsweise wir müssen erstmal an das eine rote Kreuz. Da haben wir jetzt mal explizit noch, ich würde sagen, 2... 3 bis 4 Soldaten vor uns, an denen wir uns vorbeischleichen müssen. Ein Soldat, schnell, verstecken! Nein. So, das ist jetzt hoffentlich mal gut so. Markus, bist du dumm? Oh Gott, du warst das Kind schon scheiße. Aber er scheint dich nicht zu... Ah ja. Es ist nur ich, der die Soldaten interessiert. Ist klasse. Wozu brauche ich dich eigentlich, Bruder? Das ist die KI einer Kartoffel. Nee, eine Kartoffel hat mehr. So. Also, der kam jetzt hier lang. Das heißt, hier könnten wir jetzt rein theoretisch probieren. Da lang zu gehen. Allerdings laufen wir da direkt dem anderen ins Visier. Das heißt, hier rüber wäre jetzt vielleicht nicht übel. Heiland, wenn die Steuerung oder wenn die Kamerasteuerung so ein kleines bisschen flutschiger wäre. So ein bisschen mehr Freiheit mit der Kamera. Wir können nicht weiter. Der Soldat blockiert den Weg. Einer von uns muss hinten rumschleichen, um zu sehen, wie er zum Gehen ist. Oh, es hat gespeichert. Na, ist das geil. Okay. Einer von uns muss hinten rumschleichen. Tja. Probier es einfach mal so. Ja, wenn ich hier nicht festhängen will. Okay. Moment. Das war jetzt gerade mit dem Ausrufezeichen. Aha. Jetzt ist natürlich die Frage. Wo muss ich jetzt wieder hin? Moment. Wo ist denn Markus? Da vorne. Ich würde schon sagen, hier vielleicht um den Kegel rum. Hier in den Schatten. Oh, wenn jetzt der Bruder noch käme. Naja. Hier rein. Ich muss nur gucken, ob mich hier nicht zufällig gleich wieder ein Soldat erwartet. Aber die Kamera ist nach wie vor... Nee, da ist scheinbar niemand. Ich vergesse nur immer wieder die Schultertasten. Ich warte besser erst auf Markus. Ja. Kommt der... Ah, jetzt muss ich den auch noch spielen. Krass.
Was? Man muss ja darüber. Man sollte darüber. Die Kamera macht mich. Ja, ja, jetzt ist er dann doch wieder relativ unflexibel. Keine Bewegung oder ich schieße. Krass. Was zum Teufel habt ihr um diese Zeit zu suchen? Ja, lass mal nochmal den letzten Speicherstand. Na, fantastisch. Fantastisch. Okay. Ich mach's jetzt mal mit Markus, dass wir ein bisschen Abwechslung haben hier. Einmal rumrennen. Einmal mit was werfen. Geh mal weg. So. Also, wir waren uns einig, wir gehen darüber, ne? Okay, das war schon fast ein bisschen zu knapp jetzt. So. Ich bin auf jeden Fall, glaube ich, an der richtigen Stelle hier. Ich warte besser auf Lukas. Ja, warte mal besser auf Lukas. Der macht genau das Gleiche. Sogar ein bisschen besser, wie ich finde. Jo. Und dann wären wir hier, wo wir hinwollen. Guten Tag. Nochmal die Karte. Wir sind richtig, ja. Also wir müssen da vorne hin. Da ist ein rotes Kreuz. Das ist dann vielleicht auch ein Speicherpunkt oder sowas. Und jetzt? Um ungesehen zu der Halle zu gelangen, gibt's nur eins. Am Telefonmast hoch und das Kabel entlang hangeln. Na klar. Der Mast steht genau im Sichtfeld der Wache. Ich weiß, aber das ist der einzige Weg. Hör zu. Ich versuche, seinen Blick woanders hinzulenken. Und du rennst und kletterst den Mast hoch. Ich versuche, dir möglichst viel Zeit zu verschaffen. Okay, aber es ist wie keine gute Idee rein? Für ein Kind, an einem Strommast hochzuklettern. Du erzählst mir alles, wenn du zurück bist. So wissen wir wenigstens, ob in der Halle wirklich eine fliegende Untertasse drin ist. Okay. Ja, wie lenke ich den denn jetzt ab? Ich schätze mal, ich muss dem einfach mal... So? Keine Bewegung oder ich schieße! Was zum Teufel habt ihr um diese Zeit zu suchen? Macht ihr sie nach Hause? Echt null Checkung, was ich jetzt hier machen soll. Null Checkung. Mir wird da ein rotes Kreuz angezeigt. Aber ich war da ums Gebäude, war ja schon rumgelaufen. Da ist ja nichts. Ja, dem Kreuz entsprechend auf der Karte. Ja, müsste das genau hier sein. Ach, jetzt kann man hier auf einmal was machen. Das ist ja toll. Vorher stand ich da. Ja. Jetzt bist du dran, Lukas. Ja. Das war doch einfacher, als es aussieht, ne? Hey, was hast du hier verloren? Ich suche meine Katze, Sir. Sie ist mir entlaufen. Sie saß auf dem Mülleimer. Aber als ich sie packen wollte, entwischte sie mir. Keine Katzen. Du bist einer von den Canes, oder? Geh nach Hause, Junge. Du solltest um diese Zeit nicht alleine draußen bleiben. Und meine Katze, Sir? Die finden wir morgen. Jetzt gehst du erstmal nach Hause. So, so weit, so gut. Ich bin mal oben. Oh, ich... Ah! Ah, jetzt muss ich hier natürlich wieder auf die Lichtkegel achten. Könnte aber jetzt knapp werden. Oh meine Güte. Hm. Spielt das überhaupt eine Rolle? Es wirkt nicht so, als wäre es so extrem wichtig.
Aber gut. War jetzt somit der leichteste Part hier von dieser Kinder- oder Kindheitssequenz. Okay. Hier sind jetzt halt eigentlich nur die Lichtkegel. Also Wachen laufen hier, so wie ich das sehe, keine rum. Na, was habe ich jetzt gleich geschafft? Hä? Ach so. Ich wollte gerade sagen, wo kommt denn jetzt plötzlich das Licht her? So boing. Aber ich war nicht im Kegel. So, dann schauen wir doch jetzt mal hier, was hier in der Halle los ist. Aber da komme ich mit Sicherheit auch nicht durch den Haupteingang rein. Da ist nämlich auch ein rotes Kreuz. Genau, ein Seiteneingang. So, also bis dahin war das jetzt schon mal eine ganz schöne Geburt. Das wird man im Video im Fertigen jetzt nicht sehen, weil ich einen Großteil dieser ganzen Schnitzeljagd da und was weiß ich nicht alles rausschneiden werde. Aber das hat jetzt eine Weile gedauert, bis ich da vom Startpunkt bis hierher gekommen bin. Also das war eine gute halbe Stunde. Nun gut. Also, gehen wir hier mal rein. Und nur mit so einem Hebel, dass auch jeder da rein kann, ne? Kein Fingerabdruckscanner oder kein sonstiges Identifikationsverfahren an der Tür. Da kann jeder rein. Okay, wir gehen mal hier rein. Ja, das war schon richtig, glaube ich. Echt jeder rein. Ein kleines Kind kann da reinlaufen bei denen. What? Als ich den Anruf erhielt, zögerte ich keine Sekunde. Ich erzählte niemandem davon, nicht mal Tyler. Alles, was ich wusste, war, dass ich zum Grab von Tiffany Harper kommen sollte, die am gleichen Morgen beigesetzt worden war. Lucas Keynes Ex-Freundin. Was? Ist die gestorben? Habe ich da was verpasst? Habe ich da was verpasst? Wann ist denn die verreckt? Ich weiß nicht. Jetzt bin ich aber gerade perplex. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass Lucas Ex irgendwie da stirbt. Tiffany Harper. Mal eben weg. Vor kurzem hat sie noch gelebt. Haben wir noch ihre Wohnung leer gefuttert. Und wo soll das Ding sein? Das sieht doch relativ frisch aus hier. Jawohl, das ist es. Sie war ein guter Mensch. Sie hatte mit all dem nichts zu tun. Ah, sie hat den Absturz dementsprechend nicht überlebt. Jetzt. Sie haben Nerven, Herr Kane. Mich anzurufen und ein Treffen zu vereinbaren, wo Ihnen jeder Bulle auf der Spur ist. Ich bin perplex. Ich auch. Ihre Untersuchung enthält viel zu viele Grauzonen, als dass Sie die offizielle Version glauben würden. Sie sind hier, weil Sie hoffen, von mir Antworten auf Ihre Fragen zu bekommen. Super! Seltsam. Sein Atem erzeugt keinen Dampf, als sei er von vornherein kalt. Dude! Ja, und? Wer ist dann der Mörder? Ich weiß nicht, wie er heißt. Das weiß vielleicht überhaupt kein lebendes Wesen. Alles, was ich weiß, ist, dass er ein Maya-Orakel ist, der die Fähigkeit hat, jede Erinnerung bei denen auszulöschen, die ihn gesehen haben. Mhm. Das Orakel arbeitet nicht allein, oder? Er ist Teil eines Geheimclans, der nur die Mächtigsten der Mächtigen vereint. Ihre Macht kennt keine Grenzen. Und sie werden alles tun, um das Indigo-Kind zu finden. Ist es der orangene Clan? Sie kennen ihn schon? Hm? Ich besuchte einen der Mörder in einer Anstalt. Er erzählte mir davon. Was? Woher wissen Sie das alles? Ich weiß es eben. Die Frage lautet nicht, ob das, was ich sage, wahr oder falsch ist. Sie lautet, werden Sie mir helfen? Na klar. Wieso erzählen Sie mir das alles?
weil Sie die Einzige sind, die weiß, dass das, was ich sage, wahr ist. Selbst wenn Sie recht hätten, was können wir schon tun? Niemand wird uns das glauben. Und wenn das Orakel all diese Kräfte besitzt, wie sollen wir es dann aufhalten? Indem wir das Indigo-Kind vor ihm finden und in Sicherheit bringen. Wissen Sie, wo sie ist? Noch nicht, aber sicher bald. Ich kann durch die Augen des Orakels seine Visionen sehen und werde wissen, wo sie ist. Das ist doch total verrückt. Ich kann kaum glauben, dass ich hier sitze und mit einem mutmaßlichen Mörder, nachdem das ganze Land fahndet, über die Rettung der Welt rede. Du sitzt? Die Wahl liegt ganz allein bei Ihnen. Sie können mich festnehmen, würde ich bei den Temperaturen oder nicht aber machen. Mir vertrauen und helfen, das Kind zu retten. Entscheiden Sie sich aber schnell, denn die Zeit wird knapp. Super. Was soll ich bloß tun? Wenn er lügt, leiste ich einem Mörder Hilfe und lande im Gefängnis. Aber wenn er die Wahrheit sagt, muss ich ihm helfen. Ja. Sie sind also entweder verrückt oder sowas wie ein Held. Ja. Keins von beiden. Ich war nur im falschen Moment am falschen Ort. Seine Hand. Doch super. Eiskalt. Und wir können uns wieder aussuchen, mit wem wir weitermachen. Also ich muss mich entschuldigen, ich hatte völlig vergessen, beziehungsweise ich hatte natürlich nicht vergessen, dass Tiffany auch von der Achterbahn gefallen war. Aber ich hatte das jetzt irgendwie gar nicht mehr auf den Schirm, dass sie natürlich real runtergefallen ist und Lukas mehr oder weniger in eine andere Dimension. Also da muss ich mich entschuldigen, das hatte ich ganz kurz so ein kleines bisschen vergessen. So, also wir haben jetzt im Prinzip so ein bisschen Carla gespielt. Wir hatten Lukas gespielt. Ja, im Prinzip jetzt auch zuletzt zu einer Kindervision, beziehungsweise in einer Kindheitserinnerung. Aber, ja. Ich würde jetzt mal sagen, Tyler. Den hatten wir jetzt schon des Längeren nicht mehr. Die anderen beiden Sequenzen kommen ja eh noch automatisch. Fast im ganzen Land ist die Wasser- und Stromversorgung zusammengebrochen. Ja, bei minus 40 Grad. Der Auftrag, Unterschlupf für die notwendigsten Güter bereitzustellen, aber die Kälte und der Schnee behindern ihre Bewegungsfreiheit. Auch der Flugverkehr ist wegen der Stürme im ganzen Land zusammengebrochen. Wissenschaftler können sich diese Kältewelle, die zwischen dem gesamten Planeten betrifft, noch immer nicht vollständig erklären. Die Temperaturen sinken weiterhin weltweit. Die Behörden... Tja, da können wir nichts mehr machen. Jetzt liegt es beim Militär, den Leuten zu helfen. Du solltest ein wenig schlafen. Hast seit 2 Tagen kein Auge mehr zugetan. Ja, solltet ihr beide. Dafür muss ich erst wieder warm werden. Mir ist alles abgefroren. Du, Carla, kann ich dich mal ganz offen was fragen? Klar. Dann wohl besser jetzt oder nie. Ich habe das Gefühl, du verheimlichst mir irgendwas in diesem Kane-Fall. Stimmt's? Ja, das stimmt. Zugeben. Ja. Ich habe ihn gefunden, aber ich halte ihn für unschuldig. Ich habe nichts gesagt, um dich nicht darin zu verwickeln, Tyler. Bist du mir böse? Nein, wieso denn? Außerdem ist das nun eh unwichtig bei dem, was hier abgeht. Und solange du überzeugt bist, das Richtige zu tun, kannst du kaum daneben liegen. So ist das, ne? Jetzt kommt der Chef, oder? Nee, das ist seine. Oh, jetzt ist es auch seine Ex. Oh nein, die sagt jetzt bestimmt, ach komm, hat keinen Sinn mehr, bist ja eh nicht zu Hause. Kannst deine Sachen holen. Sam, was machst du denn hier, Baby? In einer Stunde geht ein Zug nach Florida. Wahrscheinlich für lange Zeit der letzte. Ich werde ihn nehmen, Tyler. Wenn es sein muss, auch ohne dich. Du bist doch bei dem Wetter nicht nach... Wenn du mich wirklich liebst, Dings, gibst du deinen Job Florida auf fahren. Kommst mit. Wenn diese Kälte aufhört, fangen wir ein neues Leben an. Ein normales Leben. Du musst dich entscheiden, Tyler. Bleiben, fortgehen. Ich bleibe natürlich. Ich habe mich lang gefragt, wer ich bin und wohin ich gehöre, Sam. Aber jetzt weiß ich es. Es gibt Menschen, die Hilfe brauchen und die sich auf mich verlassen. Ich gehöre hierhin.
dir kann ich mich nützlich machen. Ich liebe dich, Sam. Aber ich kann das hier nicht aufgeben. Verstehe ich. Ich weiß zwar nicht, was unseren Planeten erwartet, aber ich wünsche dir viel Glück. Vielleicht hätte ich doch mitgehen sollen. Verdammt. Seine Laune ist jetzt im Keller. Der bringt sich jetzt eh um demnächst. Da hätte ich mir jetzt gerne ein bisschen mehr Bedenkzeit gewünscht, ganz ehrlich. So doppelt so lang oder so. Der erste Impuls war eigentlich schon mitzugehen. Aber es wird ja eventuell später noch nötig, dass man auch mit Tyler spielt. Und ich war jetzt mir nicht ganz sicher, ob er dann tatsächlich aus dem Spiel ist oder ob er dann eventuell doch bloß irgendeine Ausrede in der anderen Version, also quasi, wenn man mitgeht, irgendwie doch sich eine Ausrede einfallen lässt, doch da zu bleiben. Ja, also, Tyler Single. Carla Single. Ja, wir werden das mit euch zwei. Wo ist denn Carla eigentlich? Ah ja, da. So. Ich schließe mich Jeffrey und Doug an. Sie klappern die südlichen Bezirke ab, um sicherzustellen, dass dort niemand mehr ist. Tyler. Ja. Solange du überzeugt bist, das Richtige zu tun, kannst du nicht wirklich daneben liegen. Viel Glück, Carla. Ich habe keine Ahnung, wie das hier noch enden wird. Aber ich drück dir die Daumen. Okay, also jetzt splittet sich irgendwie so alles auf. Auf die Plätze. Oh mein Gott. Das war knapp jetzt. Das hätte ich fast geloost. War das gut? Nee. Hä? Das ist jetzt mal ein krasser Szenenwechsel hier. Quietschenreifen auf Schnee. Na klasse. Bist du dir deiner Sache sicher? Das ist ja wie James Bond. Das Orakel hat das Kind gesehen, genau wie ich. Er wird sie suchen und kann jeden Moment da sein. Ich muss sie finden, bevor er es tut. Warte hier auf mich. Ich beeil mich. Alles klar. La, 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 la. Ich darf keine Zeit verlieren. Ich muss das Mädchen vor dem Orakel finden. Okay. Hallo, Schwester. Ich suche ein Mädchen. Hallo. Tag. Hallo, Sie dürfen da nicht rein. Ich darf alles. Ich muss mich beeilen. Das ist auch interessant, wie rigoros sie geblieben ist, gell? Sie hat mich also wirklich gewaltsam probiert abzuhalten von dem, was ich tue. Okay, hier ist schon mal niemand. Doch, da ist ein Mädchen, guck mal. Ist sie das? Ich glaube nicht. Na, jetzt komm. Nein, so sah sie in meinen Visionen nicht aus. Sie hat auch, glaube ich, ein dunkleres Kleid an. Da müssen wir noch ein bisschen gucken. Kann man nicht wenigstens die Nonne fragen, auf welchem Zimmer die liegt? Na jetzt. Da hängt auch so ein interessantes Bild daneben. Warum eigentlich sollte es dieses Zimmer nicht sein? Das ist auch nicht okay. Können wir gleich wieder gehen. Brauchen wir gar nicht anzugucken. Blond ist die nicht. Hier? Nee, ihr seid's auch nicht. Tschüss. Heiland. Warum findet man das, was man sucht, immer dort, wo man zuletzt guckt? Guck mal, da ist doch ein rotes. Das ist der Notausgang, oder? Ja.
Das wäre jetzt das gewesen, wenn das Zimmer noch so überaus stark markiert geworden gewesen wäre. Das vielleicht? Nein, das auch ist nicht. Nicht. Kann man das überhaupt schaffen? Also die Zeit rennt jetzt schon so ziemlich weg. Jetzt probieren wir es doch einfach mal ganz hinten. Oh, letztes Zimmer. Wäre ja was, wenn es nicht das letzte Zimmer wäre. Das ist ja schon eher. Da nicht rein. Ja. Ich habe dich im Traum gesehen. Du musst mit mir kommen. Wir müssen sofort von hier weg. Völlig teilnahmslos, als wäre sie gar nicht da. Ja, die ist ja auch gerade irgendwie in der Traumsequenz wahrscheinlich. Okay. Müssen wir jetzt mal gucken. Der Konfrontation werde ich nicht aus dem Weg gehen können. Du lebst also noch immer. Ich weiß zwar nicht, wie du das geschafft hast, aber das spielt jetzt keine Rolle mehr. Gib mir das Kind und ich gewähre dir einen raschen Tod. Wenn du sie zu deinen Gebietern bringst, wird sie dazu herhalten müssen, die Menschheit zu versklaven. Was kümmert dich das? Du wirst tot sein, bevor dies eintritt. Gib mir das Kind. Ich habe keine Zeit für solche Spielchen. Ich würde mal den Notausgang nehmen. Ja, so einfach.